die erste Kraft. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu From Dust. Ich bin's wieder, Hello 986, der hier erstmal wieder ein Dorf. What? Wow. Oh oh. Errichtet das Dorf schneller. Haben wir die Kraft denn noch, das Wasser zu stoppen? Ich hoffe es. Wow. Okay. Da hatten wir dann jetzt auch den ersten kleinen Mini-Lag. Das war zu viel für meinen Rechner. Alto Belli, wie genial. Und da kommt nochmal so eine kleine Nachwelle. Und das schwimmt alles ineinander ein. Oh, wie toll. Dies leuchtende Totem enthält eine alte und sehr mächtige Kraft des Odens. Nur die endlosen Tsunamis hindern uns an der Errichtung eines Dorfes. Nutze die Lava, um die Mauer der Alten zu errichten. Oder auch um die chinesische Mauer ein bisschen zu überarbeiten. Oder so ähnlich. Okay, wir können also Lava jetzt auch dann damit aufheben. Und ich denke mal... Moment. Okay, gefriert nicht direkt. Ah, ja, ich darf Berge bauen. Ah, wie geil. Ja, das kann ja was geben, ey. Nehmen wir uns erstmal alles hier aus dem oberen Vulkan. Weil das gefällt mir. Genau das wollte ich verhindern, dass der auf der anderen Seite überläuft. So, ich habe hier auch gesehen, das waren zwei Stellen insgesamt, wo... Achso, es wird auch nicht sofort hart, sondern es rutscht nach wie Sand. Okay. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Das wäre aber knapp, du. Das wäre aber knapp. Ja, da ist nämlich direkt das, die Lava auch, ja, nicht gefroren, sondern die wird ja fest, sobald wir sie Wasser erreicht. Da unten sieht man es auch schön links, wie es dampft. Da, hier, es dampft. Schön. Bisschen zu Kleinigkeiten. Auf 45 Sekunden, oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hab's verstanden, kommt gleich wieder Tsunami. Ach nee, du bist ausge... Ach, du brichst nochmal aus dann. Gut zu wissen. So, da haben wir jetzt aber genug weggenommen, sodass es nur auf die eine Seite fließt anscheinend. Naja, ob das schon hoch genug ist, ich weiß nicht. Naja, wir machen es lieber noch ein bisschen höher. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja noch ein bisschen höher machen, ne? Wo war das jetzt gerade? Da. Da muss hier doch bestimmt noch ein bisschen hoch. So. Und so. Dann dürfte das doch schon fast reichen. Ja, ob das reicht, sehen wir jetzt gleich, weil da kommt der nächste Tsunami. Tsunamis sind ja, die entstehen durch unterirdische Seebeben, die durch die Schwingung werden dann diese Wellen generiert oder kommen dann diese Wellen und die sind nicht allzu locker hinzunehmen, wie man ja sieht. Ja, hoch genug, hoch genug, hoch genug. Fast, fast. Das sind noch so kleine Eckchen, wo es ein bisschen durchkommt. Naja, das gefällt mir aber auch nicht. Da muss ich ja gleich auf der anderen Seite auch nochmal entgegenarbeiten. Mal erstmal hier noch ein bisschen höher. Ich glaube, hier war es noch gewesen, wo es rübergekommen ist. Ach, Wasser gefrieren kann das. Gut, 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 gut. Wie Wasser gefrieren? Mach ich ja Eisfläche drauf, oder was? Da bin ich ja jetzt mal gleich gespannt, wenn das Dorf da errichtet wurde. So, damit dürfte das soweit passen. Jetzt wollen wir doch mal zusehen, dass wir hier das auch ein bisschen höher machen, dass es nur auf eine Seite fließt, wa? Oh, wie geil, wie so eine... Upsala. Wie so eine... Ey! Wie so eine Gießkanne oder so. Moment mal. Da kann ich doch bestimmt... Hier fließt das Wasser runter. Das an der Stelle hier aufhalten. Oh, ich habe eine verrückte Idee. Wenn du die leuchtenden Totems besiedelst, erhältst du unglaubliche Kräfte. Drücke 1, um das Wasser einzufrieren. Nimm das gefrorene Wasser auf, um einen Weg zum letzten Totem zu bilden.
Das machen wir gleich. Erst will ich noch ein bisschen spielen. Weil ich Spielkind. So, das Zeug hier. Bum, 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 bum. Upsala. Da war mir jetzt ein bisschen was von meinem Abendessen noch quer. Ja, ihr habt richtig gehört. Abendessen. Ich spiele mal abends. Unglaublich, aber wahr. So. Ja, dass du das alles wieder wegspülst, das war mir klar. Und BAM! Kein Bam? Kein Bam Bam? Dann nicht. Dann explodier halt in jetzt gerade nicht Vulkan. So, damit haben wir es doch schon fast so umgeleitet, wie ich es gerne hätte. So, da dicht machen. Jetzt müssen wir das nur weiter nach oben anheben. Aber man sieht auch schon, dass so ungefähr das passiert, was passieren sollte. Ja, der Tsunami läuft auch und gerade ist ja klasse. So. Und so. Hihi. Damit haben wir den Vulkan mehr oder weniger stillgelegt. Das finde ich schon mal gut. Machen wir das Ganze noch ein bisschen höher. Moment. An der Stelle möchte ich das Wasser noch gerne umleiten, dass hier nichts mehr runterfließt. Ja, perfekt. Wer braucht schon eisiges Wasser, wenn er einfach Flüsse umleiten kann? I like it. Ihr habt euch nicht beschwert, das heißt, ihr habt auch kein Wasser abbekommen. Das ist wunderbar. Dann können wir jetzt erstmal... Wobei... bauen wir lieber einen Übergang hier mit. Warum fließt denn da unten jetzt schon wieder das Wasser runter? Ich pack's nicht, ey. Ich pack's ja nicht. Feuer, Feuer, Feuer. Warum brennt das? Warum ist jetzt mein Dorf da abgefuckt? Ach nee, jetzt sag nicht, die Lava ist da hingespritzt. Oh Gott. So welche Kleinigkeit muss man also auch noch achten. Ja, herrlich. Na, ist ja klasse. Das ist ja schon mal super zu wissen. So, ein bisschen näher ran. So, hier möchte ich nämlich noch einen Übergang bauen, wo ich dann gleich das ganze, den ganzen Sand hier reinmachen kann. Und warum, das erfahrt ihr gleich. Und es brennt wieder. Wasser, 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 Wasser. Haha, gelöscht. Ach, hallo Tsunami. Oder? Ach nee, ist der Vulkan, der wieder ausbricht hier. Oh, schön. Wieder schön beruhigende Musik, das finde ich gut. So, das hier noch erhöhen. Damit hier in nächster Zeit auch kein Wasser rüberkommt, sondern das ganze Zeug immer hier runterfließt. Genauso wie es ja jetzt gerade auch schon passiert. So, damit haben wir das Flussbeet hier schon mal ausgetrocknet. Das heißt, wir könnten das hier sammeln lassen, wenn ich nicht gerade irgendwas in der Hand gehabt hätte. Oder kommt da jetzt noch Wasser? Nö. Nö, fließt alles darunter. Das ist sehr gut. So wie ich mir das doch hier gedacht habe. So, und der nächste Gedankengang ist, dass ich hier das Wasser auch noch mal umlenke. Genau an der Stelle, dass es hier dann so runterfließt. Aber wir können ja jetzt erstmal... Ah! Das Wasser ist jetzt fest. Und ich kann es einfach bewegen.
Ja, dann geht schon mal hier zu dem Totem ebenfalls hin. Reicht der Weg denn da durch? Ja, dürfte eigentlich. Ich bin Moses, ich teile das Meer. Darf man so welche Witze überhaupt bringen? Ich glaube, das war jetzt nicht weiter schlimm. Ist einer von euch Jude? Und kann mir das mal dann sagen, ob ihr das jetzt schlimm fandet? Ach, 20 Sekunden hält das Ganze noch an. Ja, es ist ja wunderbar, gut zu wissen. Also es hat auch eine bestimmte Zeit, wo wie lange das anhält, das Wasser gefrieren. Wenn das natürlich jetzt gleich wieder weiterläuft, dann... Ja, ne? Ist ja eigentlich schon ziemlich klar, dass die Leute da eventuell sterben könnten, also... Oder? Haben sie es rüber geschafft? Hab das? Ja, sieht gut aus. Keine Beschwerden, das ist immer gut. Wenn sich keiner beschwert, dann haben sie es auch geschafft. So, das letzte Dorf wird aufgebaut. Hier wird das Wasser umgeleitet. Na, noch nicht ganz. Müssen wir noch ein bisschen höher machen. Habe ich noch eine Kraft erhalten? Wir haben ein Dorf an jedem Totem der Alten errichtet. Der Pfad ist geöffnet und wir können weiterziehen. Ja, schicke Männer zum Pfad. Das machen wir erst gleich. Jetzt muss ich erst noch hier zusehen, dass alles schön grün wird. Da wird der Vulkan bestimmt, denke ich mal, auch nochmal eine wichtige Rolle bei spielen. So, hier haben wir erstmal alles weg. Das Wasser fließt nur noch hier lang. Das heißt, rein theoretisch müssten wir ja irgendwie nur noch zusehen, dass es hier an der Stelle nicht mehr darüber fließt und dann... Ja, dann kann eigentlich hier alles grün gemacht werden. So, hier noch ein bisschen höher. Ja, komm. Ja, sehr schön. Ach, der verwandelt... Das ist ja geil. Der verwandelt sein... Hör auf, immer nachzurutschen. Das geht mir auf den Sack. Der verwandelt seine Lava, die wir gemacht haben, zu Erde. Das heißt, ich kann hier eigentlich endlos lange Erde generieren und kann mir das Zeug immer mitnehmen. Haha! Um zum Beispiel hier sowas aufzufüllen, damit es gleich auch grün wird. Oder hier sowas aufzufüllen, damit das auch grün wird. Die Hälfte des Gebiets ist mittlerweile mit Palmen bedeckt. Sehr schön. Da ich mal... Moment. Vielleicht sollte ich die Mauer da auch noch ein bisschen höher machen. Und da fließt es auch noch durch. Okay. Ach je, Mine. Jetzt weiß ich zumindest, wie die Chinesen sich mit ihrer chinesischen Mauer gefühlt haben. Ein hartes Stück Arbeit. An allen Ecken und Enden mussten sie da bauen. So. Weil dadurch ist das jetzt hier alles wieder voll mit Wasser und das wollen wir natürlich nicht, sondern es ist auch raus. Hier ist mittlerweile alles schön grün. Das heißt, Moment, wir könnten von hier aus das hier rüber noch umleiten, das Wasser. So ungefähr in diese Richtung. Dann haben wir nämlich ziemlich viel vom Hauptbereich frei zur Verfügung, wo wir alles trockenlegen können. Ja, die Idee hört sich gut an. Das versuchen wir mal. Moment mal, warum fließt hier schon wieder Wasser runter? Schnalz. Das war schlecht. Hier muss das hin. Das war auch nicht ganz so prickelnd. Ich möchte hier nicht, dass hier Wasser lang fließt. Ist es denn so schwer zu verstehen, liebes Wasser? Spätestens jetzt hast du es verstanden, dass hier kein Wasser mehr kommen soll.
So, dann wollen wir noch mal hier anfangen. Ich mag das. Also es macht übelst viel Laune hier einfach, ja, sich handwerklich zu betätigen, um einfach umzubauen. Eine ganze Landschaft so zu verändern, wie man das gerne hätte. Ist einfach nur klasse. Moment, da fließt doch... Ach nee, das ist nur Wasser, was sich angesammelt hat. Egal, hier machen wir trotzdem noch ein bisschen höher. So, dann wollen wir hier den Weg schon mal vorbereiten. Ach ja, jetzt brennt das wieder. Egal, das Dorf wird eben wieder neu aufgebaut. Aber wir könnten es natürlich auch einfach löschen. So. Noch mehr Lava. Denn noch mehr Lava ist noch mehr Lava. Weißt du was, jetzt könnt ihr erstmal da wegbrennen. Ich bin hier noch am Sanieren und am Arbeiten, ja? Also wenn ihr hier immer wieder wächst, dann tut mir das ja leid. Nur ich muss hier eine natürliche Schneise dazwischen machen, beziehungsweise aus einer unnatürlichen Schneise eine natürliche. Oder andersrum. Oder irgendwie so. So, damit das hier auch nicht dran fließt, sondern da dran vorbei, müssen wir das noch ein bisschen anheben. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch den Übergang dafür bauen. Haha! Dass es auch in die Richtung fließt, in die ich das gerne hätte. Ja, jetzt verbrennen sie. Ab und an muss man mal auch ein fieser Gott sein. Ja, das wird auch gleich wieder aufgebaut. Ich kenne euch doch. Kann ich eigentlich Glas machen? Wäre auch eine interessante Möglichkeit, das mal zu überprüfen. So, jetzt fehlt da nur noch ein bisschen an Höhe. Ah, wie die Lava auch da runterrutscht, sieht genial aus. Hier muss noch ein bisschen hoch. Und höher. Höher und höher. Tja, Captain Baloo lässt grüßen. Und? Ah, da muss noch ein kleines Stückchen, kleines Stückchen, kleines Stückchen, dann habe ich's. So, was hier an der Stelle noch? Perfekt, jetzt läuft das Wasser dort entlang. Das ist wundervoll! Und es fließt darunter. Mein Gott. So, in der Zeit, wo ich jetzt hier wahrscheinlich das bearbeitet habe, ist an einer anderen Stelle irgendwie wieder was abgebrannt oder so bei meinem Glück. Oder ich muss da wieder irgendwas richten. So, hier fließt jetzt nichts mehr runter. Dort von fließt schon wieder was runter. Wo denn? Ist hier eine natürliche Quelle oder was? Ah, ja. Das kommt von hier. Hä? Aber da ist kein Wasser. Oder muss das jetzt einfach nur leer fließen? So, mal schauen, ob sich das da sammelt und überquillt. Ansonsten haben wir hier nämlich ziemlich viel Wasser geschaffen, beziehungsweise ziemlich viel Gebiet geschaffen. Oh, das gefällt mir jetzt aber auch nicht, wenn das hier mal näher kommt. Ja, aber es wird hier so lang nach und nach alles schön... Wow, es sieht so genial aus. Oh, oh. Kommt das bis dahin? Da so? An der Stelle hier? Ne, sieht nicht so aus, gut. Hier kommt immer noch Wasser her, ich verstehe es nicht. Weiß nicht woher.
So, hier zwischen nochmal. Jetzt bauen wir hier noch dazwischen ein bisschen Erde. Erde? Nee, ich möchte kein Wasser aufheben, sondern genau, Erde. So. Dann kann sich die Vegetation in diese Richtung ebenfalls ausbreiten. Und hierüber brauchen wir jetzt auch noch einen Weg, damit sich die Vegetation auch wirklich in jede Richtung ausbreiten kann, in die ich sie haben möchte. So. Und dann kann es doch jetzt eigentlich an jeder Stelle grünen und blühen. Mal hier dann jetzt noch höher. Naja, das ist gar nicht so einfach hier alles grün zu bekommen. Also wer das selber spielt, der kann es ja mal austesten. Es ist nicht einfach. Aber es macht Laune. Und das ist die Hauptsache. Ja, da grünt es nach vorne und nach hinten. Hierüber müsste es auch gleich grün und blauen und orangen. Ja, ungefähr drei Viertel haben wir mittlerweile begrünt. Wie das klingt, ey. Begrünt. Ich hab dich begrünt. Ja, du geile Sau bist heute, aber schon ganz grün. Das Gebiet ist fast vollständig mit Ballen bedeckt. Ja, so sollte es auch sein. Sinn und Zweck der ganzen Aktion, die wir hier betreiben. Nur das hier will mir nicht gefallen. Das will mir so ganz und gar nicht gefallen. Das müssen wir irgendwie ändern. Nur wie soll man einen Vulkan davon abhalten, auszubrechen? Außer ihn umzuleiten, dass er in die andere Richtung ausbricht. Ja, klasse, jetzt haben wir da eine Erhöhung, aber im Endeffekt bringt mir das aber auch nicht so wirklich viel. Ach, Vesus. Mach's mich fertig. Dann geh in die Richtung. Ja, das gesamte Gebiet ist mit Palmen bedeckt. Wir haben einen neuen Teil der Geschichte freigeschaltet und können damit das Tor betreten. Auch wenn jetzt die Hälfte hier wieder verbrennt. Aber ich scheine keine Prozente dadurch zu verlieren. Also das ist schon wieder positiv. Aber es sieht schön aus, was wir hier geschaffen haben. Schön grün. Hier hinten so ein kleines unberührtes Island. Mit einem Fluss, wo die Barsche hochspringen. Sind das Barsche? Ne, die Lachse zum Leichen hochspringen und die Leute verbrennen, weil die Lava hier unterwegs ist. So, hier die löschen. Hier ist Wasser, Wasser löschen. Mhm. Feuer löschen. So, 2 von 5 haben schon lebend hingeschafft. Du bist 3 von 5. Ah, dieser Unschärfeffekt, der ist auch klasse. Dass man so nochmal seine eigene Insel oder das, was man geschaffen hat, aus der Nähe nochmal betrachten kann. Oh, wieder eine Explosion. Hier in der Nähe des... Yahoo! Ihr habt fertig, ich weiß. In der Nähe des Vulkans der Ausgang und toll. Kamitela merasaka zamani. Setela akamitela megomubu. Kitamelia serpeti mereka. Lagi lenka.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es jetzt schon das dritte Mal ist, dass wir hier ein und dasselbe sehen, bis auf das Rausklettern, dass es anders ist. Das finde ich so ein bisschen ärgerlich. Gibt ein klein bisschen fahren Nachgeschmack, finde ich. Aber was uns hier erwartet, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ihr kennt mich, ich bin mies und gemein. Ich bin euer Hell und 986. Bis dann.